Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kena Bridge of Spirits. So, es geht weiter. Wir verwenden die Maske, um den nächsten Storypart zu starten. So fängt es heute an und ich bin sehr gespannt, was uns als nächstes erwartet und ich hoffe, ihr seid es auch. Hier scheint jetzt erstmal ein weiterer Teil des Dorfes eröffnet worden zu sein. In der großartigen Baumeisterin sind wir jetzt auf der Spur. Ah ja. Und die wird natürlich auch wieder erkundet. So. Erstmal gucken, was wir jetzt hier so alles zu sehen bekommen, was wir alles entdecken können. Da bin ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ah, hier haben wir so eine Art Reis. Sind das Reisfelder? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Die müssten, glaube ich, eigentlich mehr geflutet sein, wenn... Oha. Da fliegt doch Verderbnis in der Luft rum. Okay, krass. Aber sehr schön hier auch, ne? Und ich mag die Musik. Also wir müssen auf jeden Fall hinten rüber. Da oben sehe ich aber auch noch wieder so ein Gefäß. Da unten sehe ich auch ein Gefäß. Da würde ich jetzt auch ganz gerne noch hin. So. Wir versuchen doch so viel mitzunehmen, wie es irgendwie geht, wenn wir es schon sehen. Dann können wir es auch direkt mitnehmen. So, haben wir hier auch noch irgendwas gerade in nächster Nähe? Hier scheinbar nicht. Da ist aber diese andere Vase, die ich da gefunden hatte, die ich gesehen hatte. Hier kommen wir zum momentanen Zeitpunkt noch nicht weiter. Das werden wir dann bestimmt alles freispielen mit der Zeit. Haben wir hier vielleicht noch was? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Gut. Okay, sobald wir da reingehen, ist die friedliche Musik irgendwie weg. Man hört nur so ein dumpfes Geräusch, okay. Da sitzt ein Rott, der scheint aber nicht mit uns kommen zu wollen. Ah, okay. Was ist das hier für eine Barriere? Die Barriere redet nicht mit uns. Wir kriegen da jetzt noch nicht raus, was es ist. Und das tut einfach nur weh. Nee, ich glaube, wir gehen einfach jetzt erstmal, wie es gemacht werden soll. Ah, warte mal, hier haben wir noch eine Truhe. Oh, hier haben wir Feinde. Feind im Übermaß. Ich hatte ja schon wieder die Schwierigkeit angepasst. Die hauen aber böse rein, aber wir haben hier keine Möglichkeit, uns zu heilen, oder? Wow, und der Kugel müssten wir ausweichen. Au. Okay, ich bin an den Mobs der Truhe verreckt. Das muss man auch erstmal schaffen. Ah.
haben wir jetzt alles wieder verloren, was wir eingesammelt haben? Das wäre natürlich mega ärgerlich. Ja gut, das können wir jetzt am schnellsten da hinten mit diesen Töpfen austesten. Nee, das hat alles noch gezählt. Okay, das ist gut. Ich würde aber ganz gern trotzdem noch da hinten die Truhe öffnen. Das geht ja gar nicht. Ach nee, 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 nee. Ich will mich nicht porten. Gut, also da muss ich jetzt ein bisschen besser drauf achten, was ich hier tue. Okay, den Cast habe ich unterbrochen. Den auch. Okay, jetzt kommen hier wieder kleine. Boah, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Okay, der ist jetzt platt. Oh nein! Sorry, ich habe vergessen, WhatsApps leise zu stellen. Hat das nicht gereicht? Oh nein! Ach, so knapp. Hä, der hatte doch eben schon fast kein Leben mehr. Okay, das kann ich jetzt gerade nicht so richtig nachvollziehen. Aber jetzt hat er hier gespeichert. Ja, das ist ja super. Wenn ich jetzt schon an der Truhe verrecke. Das ist dann ja schon irgendwie bitter. Aua. Das tut richtig weh hier. Au. Jetzt bin ich schon wieder verreckt. Alter, das kann doch nicht sein, dass einfach die Truhe zu schwer für mich ist. Da muss ich wohl hier auch wieder ein bisschen mehr mit Pfeil und Bogen kämpfen, aber der Rotthammer ist halt eigentlich viel stärker. Und direkt schon mal draufhauen. Wow, jetzt kommt hier wieder diese blöde Kugel. Die Kugel muss ich zusehen, dass ich die durch die anderen durchgelenkt kriege. Weil die macht ja an den anderen auch Schaden. Das muss ich mir zunutze machen. So. Ich muss nach der Aufnahme unbedingt erstmal WhatsApp stumm schalten. Ich habe das jetzt die ganze Zeit, habe ich das nicht mehr genutzt am PC, beziehungsweise habe den Ton gar nicht mehr angehabt. Und jetzt habe ich gestern den Ton angehabt, um mir Voices anzuhören. Ja, jetzt ist gleich die Zeit wieder abgelaufen. Bin ich einfach zu dumm dafür? Oder ist das, soll ich das jetzt noch nicht schaffen? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht gehen wir erstmal weiter. Vielleicht sollen wir es jetzt einfach noch nicht schaffen können. Und wir müssen das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen. Weil das ist ja jetzt gerade, das ist ja Schwachsinn. Da jetzt sich mal gegen die Truhe anzukämpfen und keinerlei Fortschritte hier zu machen.
So. Hier geht's jetzt scheinbar weiter. Erstmal hier noch gucken, was es hier noch so gibt. Ich habe die Vermutung, dass das hier viel mit Jump and Run wird in dem Levelbereich. Oh, wir haben einen neuen Rotthut gefunden, eine Miezekatze. Oh, der ist ja süß. Der ist ja mal mega goldig, der Hut. Nein, scheiße. Den Hut haben wir... Aha, shit. Den Hut haben wir jetzt aber behalten. Oh. So, jetzt sind wir aber drüben wieder. Okay, und ich glaube, in der anderen Richtung könnte es eventuell vielleicht auch noch was geben. Da schauen wir auch mal noch kurz nach. Können wir hier die Tür aufmachen? Nee, können wir nicht. Okay. Gut. Dann geht's jetzt hier weiter. Geht's denn nur um das Tor oder geht's um irgendwas anderes? Nee, das war nur die Tür. Weiß nicht, ob das hier einen tieferen Sinn hat. Leuchtet alles auf, aber... Aber was ich jetzt hier wirklich machen muss, gerade an der Stelle... Ich habe einfach gerade die Befürchtung, ich verpasse hier mega viel. Ha. Noch nicht so richtig. Irgendwie muss ich ja hier das Tor aufkriegen. Draufhauen kann ich auch nicht. Mit den Rott machen kann ich hier auch nichts. Ne, also wie es jetzt hier gerade weitergeht. Irgendwas müssen wir mit diesen Steinklumpen machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber was das ist, ihr Lieben,
Das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Ich werde mal noch ein bisschen schauen, was ich rausfinden kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Die nächste Folge, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir Sonntag, wenn ihr das Video seht. Die nächste Folge kommt dann am Mittwoch. Das heißt, dann geht's weiter. Mal schauen, ob wir die Lösung finden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing in me.